Fanny ist Navaram, zurück in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Und wir spielen jetzt hier die Mission Spider and the Fly weiter. Und wir sollen jetzt die Präsidentin, die wir gerade sozusagen gerettet haben. Gute Frage, sie ist gut in Selbstverteidigung. Wir sollen sie jetzt durchs Gebäude eskortieren und das tun wir jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Kölz Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt. Gib Gas. Unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie, Son. Bin schon dran. Oh oh. Sorry, meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. So, ein weiteres Mal wieder Licht ins Dunkel bringen und ein bisschen ich wieder und knipsen. Schalten wir hier. Er fährt wieder. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Präsidentin? Uns Drohnenflüsterin? Tja, manche Sachen lernt man einfach in der Armee. Es gibt nur einen todsicheren Weg an diesem Modell vorbei. Mit Geschwindigkeit. Todsicher klingt verstörend. Rennen ist kaum ein Plan. Warte. Drohne, links von dir. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die werden die Drohnen ablenken. Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Thank you.
tatsächlich eilig. Die faulen Säcke verlassen sich ganz auf die Drohne. Das ist eure Chance, rauszuschleichen. Ganz leise. Vier Räder, zwei Sitze. Perfekt. Erledige den da lieber. Aber ganz leise. Ich hab schon Scavs und Voodoo Boys gejagt. Aber eine Präsidentin? Pass doch auf! Du stehst wohl auf Gefahr, hm? Dumm von dir. Es geht nicht nur um dein Leben, Sie.
Lasst die Schweine nicht entkommen!
den wir aus. Verloren! In unserem Scheißrevier! Schon sind wir verschwunden. Alle gut, dass du am Steuer sitzt. Sieht sicher aus. Ausnahmsweise mal. Zum ersten Mal hier. Geht mir genauso. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss. Wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens, wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Trödel doch nicht so. So still, dass man sein Chrom quietschen hört. Ein gutes Zeichen. Meinst du? Ich mag's lieber etwas belebter. Frag sie ruhig mal nach der Ausstellung. Bin echt neugierig, was sie sagt. Da kann man nichts fragen. Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Das Schloss klemmt. Ihr müsst die selbst aufbekommen, wie? Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Okay. Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Helms Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug, andere Seite des Raums. Uns keine Zeit verschwenden. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Ansons Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Positionen halten! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Wir müssen die beschäftigen. Mich nicht! Vorsicht, Sicherheit! Hier ist die Kacke am Dampfen, Songbird! Bin schon dabei, halte durch! Ausweichen!
Songbird, was ist passiert? Scheiße, was ist da los, Wie? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Du stirbst mir heute nicht. Ach, nee. Wohl nicht. Okay. Gut. Ist er zerstört? Nach dem Sturz, ja. Wir hatten Glück. Puh, wir müssen hier weg. Kannst du laufen?
Thank you.
So, wir sollen also optional den Chimera-Kern nehmen. Und den muss ich erstmal finden. Ich würde nämlich gerne wissen, wo der jetzt ist. Deswegen laufe ich jetzt hier erstmal noch einen kleinen Augenblick durch die Gegend. Was ist denn das? Container aufgeschlossen. Okay, das war jetzt natürlich wieder die falsche Taste. So. Komplett Munition auffüllen. Ich alles wieder sauber habe. Aber. Wo ist der blöde Kern? Den habe ich rausgerissen und ihr entgegengeworfen. Da ist Munition. Da. Sicherheitsturm. Ich möchte gerne wissen, wo dieser blöde Kern ist. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Da ist er. Na toll. Zu viel gesucht. Sorry, Jungs, aber da ist er. Und dann weiter. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Ein Ausgang, ja, den habe ich gesehen. Also, wir haben jetzt hier einen kleinen Bosskampf gehabt. Das mündet natürlich dann in die nächste Mission. Ich werde dann hiernach nochmal einen Cut machen. Oder das Beste ist, ich weiß ja, wo der Ausgang ist. Der ist nämlich hier irgendwo.
Und von daher sage ich ja, Bosskampf, jede Menge gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in Cyberpunk 2077. Phantom Liberty, wenn es heißt The Lucrezia My Reflection. Und ich sage dann wieder ciao, ciao, bye, bye.